Hallo und willkommen bei meinem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du das Häschen häkeln kannst. Das ist auch in andere Farbkombinationen. Und hierzu gibt es eine schriftliche Anleitung, die du in meinem Online-Shop findest. Link ist unten in Infobox. Und in dieser Anleitung ist auch das Häschen mit Pullover und hängenden Ohren zu finden. Aber heute zeige ich dir nur Häschen mit stehenden Ohren. Heute werde ich mit Wolle Catania von Schachenmeier häkeln. Das ist Baumwolle, aber du kannst jede Wolle dazu nehmen. So brauchen wir passende Häkelnadel, Sicherheitsaugen oder Augen zum Annähen, Stechnadel, Nähnadel, Schere und Füllwatte. Jetzt können wir anfangen. Wir beginnen mit Kopf und Körper. Das häkeln wir im Stück. Beginnen hier von oben und häkeln in Spiralen. Ich werde heute mit Grave Wolle häkeln. Und ich mache eine Fadenschlinge oder magischen Ring. Und häkle 9 feste Maschen in Ring. Faden ziehen und Ring schließen. Zweite Runde, wir häkeln 2 feste Maschen in jede Masche, am Ende haben wir 18 Maschen. Zweite Runde haben wir fertig. Jetzt können wir diese Anfangsfaden ziehen. So, und abschneiden. Jetzt markiere ich immer die letzte Masche und häkeln bis zum markierten Masche. Dritte Runde, eine feste Masche in ersten 2 Maschen, 2 feste Maschen in der nächsten Masche. Das wiederholen bis Ende der Runde. Am Ende haben wir 24 Maschen. Vierte Runde, eine feste Masche in ersten 3 Maschen, 2 in der nächsten, wiederholen bis Ende der Runde, am Ende haben wir 30 Maschen. Fünfte Runde, eine feste Masche in ersten 4 Maschen, 2 in der nächsten, wiederholen bis Ende der Runde, am Ende haben wir 36 Maschen. Sechste Runde, jetzt werden wir nur 3-mal Maschen zunehmen, und zwar eine feste Masche in ersten 11 Maschen, 2 in der nächste, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 39 Maschen. Und jetzt siebte Runde, auch nur 3-mal Maschen zunehmen, weil jetzt häkeln wir ein bisschen anders. Wir häkeln eine feste Masche in ersten 6 Maschen, 2 in der nächste, eine in nächsten 12 Maschen, 2 in der nächste, eine in 12, 2 in der nächste und eine feste Masche in letzten 6 Maschen. Das ist deswegen so, dass wir nicht auf diese gleiche Stellen Maschen zunehmen, weil nachher kann sich so ein bisschen dreieckige Form bilden, aber wir brauchen so runde Form. Wir haben jetzt 7 Runden
und 42 Maschen in der Runde. Jetzt nächsten 5 Runden häkeln wir eine feste Masche in jede Masche. Das heißt Runde 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt sieht das so aus. Jetzt in Runde 13, wir formen diese Backen. So, erste Masche habe ich schon markiert. Und jetzt eine feste Masche in ersten 13 Maschen. Und 13. Jetzt 2 feste Maschen in nächsten 6 Maschen. Und 6. Jetzt eine feste Masche in nächsten 5 Maschen. Und 5. Und jetzt wieder 2 feste Maschen in nächsten 6 Maschen. Und eine feste Masche in letzten 12 Maschen. Und 12. Jetzt sieht das so aus. Wir haben 54 Maschen in Runde. Und jetzt Runde 14, 15 und 16 häkeln wir eine feste Masche in jede Masche. Und das war die Runde 16. Sieht das so aus. Jetzt Runde 17. Wir werden die Maschen abnehmen. Und zwar eine feste Masche in ersten 15 Maschen. Und 15. Und jetzt nächste 2 Maschen zusammenhäkeln. Eine feste Masche in nächsten 2 Maschen. Nächste 2 Maschen zusammen. Eine feste Masche in nächsten 2 Maschen. Und 2 Maschen zusammen. Jetzt eine feste Masche in nächsten 6 Maschen. Fünf und 6. Und wieder nächste 2 Maschen zusammenhäkeln. Eine feste Masche in nächsten 2 Maschen. Nächste 2 Maschen zusammenhäkeln.
Eine feste Masche in den nächsten zwei. Nächsten zwei Maschen zusammenhäkeln. Und eine feste Masche in den letzten 13 Maschen. Das war die Runde 17. Jetzt haben wir 48 Maschen in Runde. Jetzt Runde 18. Eine feste Masche in ersten 12 Maschen. Nächste zwei Maschen zusammenhäkeln, eine feste Masche in den nächsten zwei Maschen, nächste zwei Maschen zusammenhäkeln, eine feste Masche in den nächsten zwei Maschen. Und nächsten zwei Maschen zusammen. Wieder eine feste Masche in nächsten sechs Maschen. Sechs. Nächste zwei Maschen zusammenhäkeln, eine feste Masche in nächsten zwei Maschen, nächsten zwei Maschen zusammenhäkeln, eine feste Masche in nächsten zwei Maschen. Nächsten zwei zusammenhäkeln. Und eine feste Masche in letzten 10 Maschen. Und 10. Jetzt haben wir 42 Maschen in Runde. Und das Kopf sieht so aus. 19. Runde. Wir häkeln eine feste Masche in ersten 5 Maschen, nächste 2 Maschen zusammenhäkeln. Das wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 36 Maschen. Und 20. Runde. Eine feste Masche in ersten 4 Maschen, nächsten 2 Maschen zusammenhäkeln. Wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 30 Maschen. Jetzt sieht das so aus. Jetzt Runde 21. Eine feste Masche in ersten 3 Maschen, nächsten 2 zusammenhäkeln. Wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 24 Maschen. Runde 22, eine feste Masche in ersten 2 Maschen, nächsten 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 18 Maschen. Runde 23, eine feste Masche in erste Masche, nächsten zwei zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 12 Maschen. Jetzt sieht Kopf so aus. Ich werde
erst später füllen, weil dann diese nächste paar Runden ist schwierig zu häkeln, wenn Kopf schon gefüllt ist. So, jetzt werden Maschen wieder zunehmen. Und zwar Runde 24. Wir häkeln eine feste Masche in erste Masche, zwei in der nächste Masche. Das wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 18 Maschen. Runde 25. Eine feste Masche in ersten zwei Maschen, zwei in der nächste. Wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 24 Maschen. Runde 26. Eine feste Masche in ersten sieben Maschen, zwei in der nächste. Wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 27 Maschen. Runde 27. Wir häkeln eine feste Masche in jede Masche. Das heißt, eine feste Masche in 27 Maschen. Jetzt Runde 28. Wir werden wieder dreimal Maschen zunehmen, aber jetzt machen das ein bisschen anders. Eine feste Masche in ersten vier Maschen, zwei in der nächste, eine feste Masche in nächsten acht Maschen, zwei in der nächste, eine in acht, zwei in der nächste und eine in letzten vier Maschen. Wir haben 30 Maschen in Runde und jetzt Runde 29. Wir häkeln eine feste Masche in jede Masche. So, und jetzt können wir den Kopf füllen. Und hier am Backen kannst du mehr Füllwatte reinstopfen, dass du so richtig schöne Form kriegst. Auf eine Seite, auf die andere. So, jetzt sieht das ganz, ganz gut aus. So. Und Kopf hat jetzt so schöne Form wie die andere. Runde 30, wieder dreimal Maschen zunehmen. Das heißt, eine feste Masche in ersten neun Maschen, zwei in der nächste, wiederholen bis Ende der Runde. Am Ende haben wir 33 Maschen. Runde 31, häkeln eine feste Masche in jede Masche. Runde 32, wieder dreimal Maschen zunehmen, aber jetzt häkeln wir eine feste Masche in ersten 5 Maschen, 2 in der nächste, eine in nächsten 10, 2 in der nächste, eine in nächsten 10, 2 in der nächste und eine feste Masche in letzten 5 Maschen. Am Ende haben wir 36 Maschen. Runde 33, häkeln eine feste Masche in jede Masche. Runde 34, wieder dreimal Maschen zunehmen, eine feste Masche in ersten 11 Maschen, zwei in der nächste, das wiederholen bis Ende der Runde, am Ende haben wir 39 Maschen. Runde 35, eine feste Masche in jede Masche. Runde 36, dreimal Maschen zunehmen, aber
Eine feste Masche in ersten 6 Maschen, 2 in der nächsten, eine in nächsten 12, 2 in der nächsten, eine in nächsten 12, 2 in der nächsten und eine in letzten 6. Am Ende haben wir 42 Maschen. Nächsten 2 Runden, das ist Runde 37 und 38, häkeln eine feste Masche in jede Masche. Jetzt sieht das so aus. Weiter werden wir die Maschen abnehmen. Und zwar Runde 39. Wir nehmen dreimal die Maschen ab und wir häkeln eine feste Masche in ersten 6 Maschen, nächsten 2 zusammen, eine in nächsten 12, nächsten 2 zusammen, eine in 12, 2 zusammen und eine in letzten 6. Am Ende haben wir 39 Maschen. Runde 40, dreimal Maschen abnehmen. Und zwar eine feste Masche in ersten 11 Maschen, nächsten 2 zusammen, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 36 Maschen. Runde 41. Jetzt werden wir 6-mal Maschen abnehmen. Und zwar eine feste Masche in ersten 4 Maschen, nächsten 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 30 Maschen. Runde 42, 6-mal Maschen abnehmen, eine feste Masche in ersten 3 Maschen. Nächsten 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 24 Maschen. Runde 43. Eine feste Masche in ersten 2 Maschen. Nächsten 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 18 Maschen. Sieht so aus. Und jetzt werde ich Körper füllen. Erstes Mal. Jetzt Runde 44, eine feste Masche in erste Masche, nächsten 2 zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 12 Maschen. Runde ist fertig. Ich werde noch ein bisschen nachfüllen, dass das fester ist. So, das muss reichen. Und jetzt letzte Runde. Das ist Runde 45. Und jede 2 Maschen nebeneinander häkeln wir zusammen. Am Ende haben wir 6 Maschen. Kannst du so fester häkeln. Und letzten 2. Eine Kettmasche in die nächste Masche. Faden so 20 cm lang lassen. Jetzt das Loch schließen. Das heißt, wir
nähen in jede Masche. Jetzt ziehen. So. Und so sieht das aus. Und jetzt ein paar Mal vernähen. Und abschneiden. Und so sieht unser Kopf und Körper. Als nächstes häkle ich kleine Füße. Ich werde mit dunkler Wolle häkeln, als Kontrast ein bisschen. Ich mache einen magischen Ring. Und häkle 9 feste Maschen in Ring. Neun Faden ziehen und Ring schließen. Zweite Runde. Ich häkle 2 feste Maschen in jede Masche. Am Ende haben wir 18 Maschen. Dritte Runde, eine feste Masche in ersten 5 Maschen, 2 in der nächsten, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 21 Maschen. Vierte Runde, eine feste Masche in jede Masche. Fünfte Runde. Jetzt werde ich die Maschen abnehmen. Eine feste Masche in ersten 5 Maschen, nächsten 2 zusammenhäkeln, das wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 18 Maschen. Sechste Runde, wieder Maschen abnehmen. Und zwar eine feste Masche in ersten 5 Maschen. Nächsten 2 Maschen zusammenhäkeln. Eine feste Masche in nächste Masche. Nächsten 2 zusammenhäkeln. Eine feste Masche in nächste Masche. Nächsten 2 zusammen. Und eine feste Masche in letzten 5 Maschen. Jetzt haben wir 15 Maschen in Runde und hier formen wir unseren Fuß. Siebte Runde, eine feste Masche in ersten 3 Maschen. Nächsten 2 Maschen zusammenhäkeln. Eine feste Masche in nächste Masche. 2 zusammen. Eine feste Masche in nächste Masche, 2 zusammen
und eine feste Masche in letzten vier Maschen. Jetzt haben wir 12 Maschen in Runde und Runde 8, 9 und 10 häkeln wir eine feste Masche in jede Masche. Jetzt fülle ich meinen Fuß. Aber nur dieser Teil, das bleibt leer. Das soll gleich aussehen. Jetzt häkeln wir weiter. Jetzt bin ich mit meinem Häkeln irgendwo hier. Und ich muss bis zum Ende kommen. Dann ich häkle noch eine feste Masche in den nächsten vier Maschen. Und jetzt häkle ich beide Seiten zusammen. So. Und mit Kettmasche beenden, Faden so 30 cm lang lassen. Und Füße haben wir fertig. Weiter werde ich die Arme häkeln, auch mit dunkler Wolle. Ich mache einen magischen Ring. Und häkle 6 feste Maschen in Ring. Faden ziehen. Zweite Runde, 2 feste Maschen in jede Masche. Am Ende haben wir 12 Maschen. Dritte, vierte und fünfte Runde häkeln eine feste Masche in jede Masche. Sechste Runde. Eine feste Masche in ersten zwei Maschen, nächsten zwei zusammenhäkeln, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 9 Maschen. Siebte und achte Runde häkeln eine feste Masche in jede Masche. Jetzt können wir die Arme füllen. Neunte Runde, eine feste Masche in erste Masche, nächsten zwei zusammenhäkeln. Das wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 6 Maschen.
und zehnte Runde eine feste Masche in jede Masche. Mit einer Kennmasche Runde beenden. Faden so 30 cm lang lassen und die Arme haben wir auch fertig. Weiter häkle ich kleine Schwanz. Ich mache einen magischen Ring. Und häkle 9 feste Maschen im Ring. Faden ziehen, Ring schließen. Zweite Runde, 2 feste Maschen in jede Masche. Am Ende haben wir 18 Maschen. Dritte und vierte Runde häkeln eine feste Masche in jede Masche. Und fünfte Runde jede 2 Maschen nebeneinander zusammen häkeln. Am Ende haben wir 9 Maschen. Eine Kettmasche Runde beenden. Und Faden so 30 cm lang lassen. Den Schwanz haben wir auch fertig. Das werden wir erst nachher füllen. Wir häkeln noch Ohren. Und ich mache wieder einen magischen Ring. Und häkle 9 feste Maschen in Ring. Faden ziehen, Ring schließen. Zweite Runde, häkeln eine feste Masche in jede Masche. Am Ende haben wir 9 Maschen. Dritte Runde, eine feste Masche in ersten 2 Maschen, 2 in der nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 12 Maschen. Vierte Runde, eine feste Masche in jede Masche. Fünfte Runde, eine feste Masche in ersten 3 Maschen, 2 in der nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 15 Maschen. Sechste Runde, eine feste Masche in jede Masche. Siebte Runde, eine feste Masche in ersten 4 Maschen, 2 in der nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 18 Maschen. Achte Runde, eine feste Masche in jede Masche. Neunte Runde, eine feste Masche in ersten 5 Maschen, 2 in der nächste, wiederholen ganze Runde, am Ende haben wir 21 Maschen. Nächsten 6 Runden, das ist Runde 10 bis Runde 15, häkeln wir eine feste Masche in jede Masche. Sechzehnte Runde, jetzt werden die Maschen abnehmen, und zwar eine feste Masche in ersten 5 Maschen, nächsten 2 zusammenhäkeln,
Wiederholen ganze Runde. Am Ende haben wir 18 Maschen. Und 17. Runde, eine feste Masche in jede Masche. Und letzte Masche. Und mit einer Kettmasche Runde beenden. Faden so 30 cm lang lassen. Ich mache erst Gesicht, und zwar Mund, Augen platzieren und Augenbrauen. Nase platziere ich zwischen 13. und 14. Runde. Hier sind eigentlich diese 5 Maschen. Und hier ist die erste. Hier wird Anfang von Nase. Und hier ist die erste. Hier wird Ende. Von Nase und unten ist eigentlich hier in der Mitte, hier kommt dieser Mund. So, jetzt können wir nähen. Kannst du so dreimal, eins, zwei und drittes Mal gehst du in diese untere Masche. Jetzt hier in die Mitte. Und auf die andere Seite. Mit diesem Anfangsfaden und diesem Faden können wir Augenbrauen nähen. Die Augen platziere ich so 3 Runden höher und ungefähr hier kommt eine und hier kommt zweite. Du kannst auch auf andere Stellen, wie du magst. Ich verwende Augen zum Aufnähen, aber die haben hier zu breites Teil. Deswegen ich muss ein bisschen in dieser Stelle größere Loch machen. Nicht schneiden, nur so breiter machen. So. Und jetzt rein und hinten raus. Das gleiche mache ich auch mit zweitem Auge. Hier komme ich raus in gleiche Loch und dann kann ich diese Fäden fester ziehen und auch den Kopf ein bisschen anders formen. Das zeige ich dir gleich. Jetzt habe ich beide Augen drin und jetzt, wenn du ziehst, einen Faden bewegt sich ein Auge, mit zweitem zweite. Und dann Form ist so ein bisschen andere. Jetzt einfach auf der Rückseite verknoten. Guckst du vorne, ob die gleich aussehen. So, noch einmal. Schneiden.
der Knoten einfach reintun und hier kann man nichts sehen. So, und so sieht das von vorne aus. Und jetzt mit dem schwarzen Garn kannst du Augenbrauen nähen, ungefähr von hier bis zum hier. Das einfach vernähen. Und nachher abschneiden und mit zweitem das gleiche. Wenn wir Gesicht fertig haben, dann ist es einfacher, andere Teile zu platzieren. Wir platzieren einfach die Beine unten und annähen auf die Seite, hier mit ein paar Stiche, hier und die zweite auch so. Schwanz kannst du mit ein bisschen Füllwatte füllen, nur dass er Form hält. Und den würde ich platzieren so, dass Häschen nachher so schön sitzen kann. Und so würde ich ihn annähen bei jeder Masche. Seitlich platzieren wir die Arme und mit ein paar Stiche hier oben annähen. Und zum Schluss die Ohren. Bevor ich Ohren annähe, ich lege die zusammen und mit ein paar Stiche ich nähe die Ohren zusammen. Das wird dann einfacher beim Annähen. So. Jetzt sieht das so aus. Die werden schöne Form halten. Und jetzt ich platziere die Ohren so ungefähr zwischen dritte und vierte Runde. So. Und so können wir die Röhrchen annähen auf eine Seite und auf die andere. Und die Häschen sind fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal. Meine anderen Projekte findest du beim Instagram. Und bis zum nächsten Mal.